Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Diesmal habe ich leider nicht viel Zeit, von daher machen wir einfach einen Random Streak. Ich hoffe, es ist ein guter. Wer ist jetzt weg? Ich habe keine Zeit für Bullshit. Ich brauche einen schnellen Charakter. Oh, ich hätte gerne Assassin. Das ist, das Spiel, witzig. Er gibt mir einen Keeper. Und schnell. Und erfolgreich. Ja, es passt auf jeden Fall alles gut zusammen. Wir haben den Keeper. Oh Gott. Okay. Es ist halt so, ich habe nächste Woche Lehrgang. Das heißt, ich bin 5 Tage nicht zu Hause. Dementsprechend muss ich vorproduzieren. Und wann produziert der Fall vor? Richtig. Sonntagnachmittag. Ah, das ist gut. Und überhaupt kein Zeitdruck und so weiter. Danke, dass du mich getroffen hast, Arschloch. Das wird ein schneller Run. Ich sehe es jetzt schon. So, meins. Gib mir mal eine Münze. Und gleich noch was. Noch eine Münze. Und noch ein Kleingeld. So, gutes Item. Ab, dass man mal... Wir sollten mal solche Vasen einmal kaputt machen, dass wir das Stringet bekommen. So, wir haben... Momspra. Sexy. Ja, gut. Das wird auf jeden Fall ein erfolgreicher Run. Ich sehe es jetzt schon. Oh, das wird auf jeden Fall gut. Was machen wir denn? Hasch? Ich habe keinen Bock auf Hasch. Haben wir Hasch schon besiegen? Nein, natürlich haben wir Hasch nicht besiegen. Wieso stelle ich überhaupt so eine Frage? Ich hätte es mir doch auch denken können, dass wir den Idiotus noch nicht haben. Oh Gott. Okay. Ich muss jetzt noch 2 Parts aufnehmen für die kommende Woche und dann dürfte ich es dann noch schneiden. Ach, das ist ein Spaß. Lass mich raten, ich kriege in der nächsten Episode sozusagen, kriege ich da Lost noch so als random Ding. Ja, darauf habe ich ja Lust. Naja. Und ich kriege keine Münze, was jetzt nicht allzu gut ist, aber momentan solange der kleine Dinge. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn er auf seinen scheiß Platz bleibt. Oh, er rutscht nur einmal. Okay, da habe ich nichts dagegen. Kannst ruhig da bleiben, wo du bist. Alter, pfeift er mich an, der kleine Drecksack. So, immer schön Ring ausweichen. Da war was in der Luft. Oh ja, geh weg. Ah, du machst immer noch einmal? Okay. Was bist du eigentlich für eine spezielle? Spawn-Spinnen, okay. Au, das hat weh getan. Okay, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Ja. Aber der Keyback. Das war auch ziemlich knapp, dass die Spinne fast in mir reingerannt ist. Ich rede schon gar nichts mehr darüber. Ich kriege ein HP ab. Also die erste eben, die war ja von grandiosen Items übersät. Okay, wenn man jetzt in der Ebene nichts bekommt, dann ist es ziemlich zappduster und wir dürfen nicht getroffen werden. Was jetzt auch nicht unbedingt so toll ist. Und wir haben keinen Schlüssel. Oh, das wird ja immer besser und besser. Oh. So, ich kriege natürlich keinen Schlüssel. Na gut. Dann gehen wir mal weiter und hoffen, dass wir im Laufe dieser Ebene noch einen Schlüssel bekommen. So, eine Bombe, die können wir auch gleich... Jawohl. Wir sollten lieber die Vasen kaputt machen. Weil Steine bringen uns nicht viel, weil wir keine blauen Herzen oder generell Herzen bekommen können. Im schlimmsten Fall gehen wir halt einfach nur ein paar Fliechen. Und klar, es könnten auch natürlich Pickups wie Bomben und Schlüssel drin sein. Oder der Small Rockus, aber... Ich überleg's mir, wir schauen mal, wie viel... Ach du Scheiße. Wir machen erstmal den Raum und dann reden wir weiter. Lass mich in Ruhe. Okay, wir haben hier jetzt ziemlich aufgekommen. Es könnte Small Rock drin sein, aber... Genau, jetzt weiß ich, was ich eigentlich sagen wollte. Erstmal die Münze. Und so, wir schauen erstmal, wie viele Bomben wir in dieser Ebene bekommen. Und dementsprechend können wir dann entscheiden, was wir damit alles machen. Hier können wir eine Bombe legen, weil wir kriegen ja sowieso eine Bombe wieder. Merci. Und wir bekommen sogar eine Bombe kostenlos, weil wir hier unten das Feuer kaputt machen können. Und kriegen die Bombe. Meins. So. 2 Bomben. Wir schauen mal. Wir brauchen ein paar Vasen und Bubis. Wo waren die eigentlich gerade eben, Bubis? Der Dingel, der hat euch nicht gemocht, oder? Irgendwie habt ihr da Defizite. Ich sehe schon. So. Ja, Geld. So, machen wir mal aus. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Oh, das ist natürlich ein wunderschöner Raum. Wenn mich jetzt das Feuer erwischt, dann bin ich nicht entzückt davon. Dann bin ich nur... Schnell. Okay, wir können zwar das ganze Feuer ausmachen, aber ich habe noch ein Leben. Und da mein Boss, was natürlich auch sehr schön ist. 2 Bomben und keine Vasen oder sowas. Ich habe die Blank Room. Was will ich denn jetzt mit der Blank Room anfangen? Weiß ich jetzt auch nicht so. Ein Trinket nehme ich mal mit und ich habe immer noch keinen Schlüssel.
Das ist natürlich jetzt sehr geil. Oh, warte mal kurz. Da hat was geblinkt. Aha. Okay, legen wir mal hier eine Bombe. Eingang. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Der goldene. Hat er nicht den Effekt, dass ich. Ich nehme es einfach mal mit. Dass ich. Ach komm schon. Mehr Itemräume bekomme. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und gegeben jetzt eine Bombe und Schlüssel. Bombe, Schlüssel. Na gut, wir haben den Small Rock. Immerhin schon etwas. Das ist ein schöner Damage-Up. Das Problem jetzt allerdings ist, wir haben keinen Schalüssel. Und wir werden auch keinen mehr bekommen. Na gut. Vielleicht ist es ja Mom's Underwear. Oh. Ich hätte auch gerne die Mom-Transformation. Na, aber mehr können wir leider nicht machen, wir können auch nicht in den Shop rein. Wir können gar nichts, Wir haben genug Geld hier. Blank Rune. Kann eine Rune irgendwie was machen, dass wir. Eher weniger. Dass wir irgendwie Schlüssel oder so weiter bekommen, aber ich glaube eher nicht. So. Jetzt wäre es sehr wichtig, dass wir nicht sterben. Ja, das sowieso, aber dass wir vielleicht nicht getroffen werden. Das wäre vielleicht noch ein wenig wichtiger, weil wir dann Devil Deal bekommen. Den wir zwar nicht mitnehmen können, aber somit haben wir dann den Ancient Deal mehr oder weniger freigeschalten. Dass wir den dann wenigstens bekommen. Und momentan der Damage ist in Ordnung. Klar, immer mehr Damage. Also, wir wollen jetzt nicht bei 6,23 bleiben. Wir wollen da. Oh, wir wollen da hoch hinaus, meine lieben Freunde. So, oh, noch mal ein Item. Mom's Lipstick. Na gut. Aber wenigstens haben wir Devil Deal bekommen. Und wir bekommen einen Devil Deal, dass wir wenigstens anfangen können. Aber wenigstens haben wir jetzt soweit die Möglichkeit, dass wir den Angel Deal in der nächsten Ebene freischalten können. Zu 50% ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwammig alles. Ja, der Keeper ist halt kein Freund von Deals generell. So, da will ich nicht rein. Und dürfte ich jetzt bitte in diese Ebene ein paar Schlüssel haben? Das wäre sehr entzückend, wenn es so wäre. Oh Gott! Oh Gott! Wir werden sterben. Kann ich bitte einen anderen Charakter haben? Einer, der vielleicht ein wenig besser ist. Wenn der jetzt der Lost kam, dann heul ich. Kein Maggie. Judas, na also. Judas ist ein guter Kerl. Hat eh schon guten Damage und durch sein Buch ist er noch ein wenig stärker. Interessant. Ja. Oh, schaut euch mal dieses Tears-Up an. Oh, das ist ja ein Traum ist es. Im Vergleich zu einem gewissen anderen her. Gut, er hat zwar nur einen Schuss. Aber das ist mir ein bisschen lieber als eine halbe Stunde zu warten, bis er angreifen kann. Kannst du mal bitte herkommen? Er hat gesagt, ich habe keine Zeit für dein Bullshit. Kannst du jetzt bitte sterben? Du willst jetzt sterben, okay? Ich kann es verstehen, ich will auch nicht sterben. Kannst du... Ich will jetzt keine Bombe dafür opfern. Kommst du jetzt bitte hier mal raus? Oder was ist denn los mit dir? Eine Pille. Obwohl, es kann keine Bad Trip Pille sein. Infested? Ich weiß nicht. Das kann gut sein. So, machen wir einen wunderschönen Judas, einen ganz normalen. Das ist eine unsichtbare Kackfliege. Okay. Das Problem allerdings bei Judas ist, wir haben nicht viel Herz am Anfang. Evos, eine Passage. Wollen wir die öffnen? Wir können sie mal machen. Machen wir mal hier. Aber ich will jetzt ungern rein, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun, bevor ich da jetzt aber reingehe. Zu dem Boss möchte ich jetzt erstmal einen Itemraum. Nöppe! Spinne! Du hast jetzt sehr viel Glück gehabt, dass du meine Bombe nicht ganz so weit weg verschoben hast. Komm her, komm, kleiner Mann. Komm, doch so, man. Eine Münze in Ehre? Die kann niemand verwehren. Doch, die kann ich verwehren, weil ich da nicht hinkomme. Ja, Batterie. Also, Buch auf Belial. Oh, ein wunderschönes Item. Früher zwar noch besser, zu den Rebirth-Zeiten oder Afterbirth ohne Plus-Zeiten. Da hat man nämlich auch zu 100% Devil Deal noch bekommen. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Das wurde leider rausgepatcht. Aber habe ich nichts dagegen. Es ist immer noch ein schönes Damage-Buch. Und außerdem ein Teil der Buchtransformation. Von daher, ich nehme es gerne mit. So, die Fliege, du gehst mal ein bisschen auf den Senkel. So, was kriege ich mal denn? Also, Scorpion, ein wenig Poison. Tiers. Das ist doch schon mal etwas. So, ich würde sagen, wir gehen zum Boss, aktivieren unsere Buchung, klatschen ihn so hatterisch-mäßig eins weg. Und dann können wir schon in die nächste Ebene. Guck, das geht auf jeden Fall viel schneller schon als jetzt beim Keeper. Das ist schon wieder ein Monstrum. Schaut euch diesen Damage an.
Okay, aber dann müssen wir trotzdem ein bisschen aufbauen. Hi, Monster. Und er ist vergiftet. Oh, so hätte ich es gehört. Und ich habe gehört, du willst mir ein gutes Item geben, kein HP ab. Gut, für Judas HP ups wäre auf jeden Fall vorteilhaft, aber. Gib mal Damage ab oder Tears ab. Weißt du was? Gib mal Tears ab. Damage ist momentan. Oh, aber noch in Ordnung. Okay. Wir machen also denselben Weg, aber wenigstens haben wir schon im Itemraum ein besseres Item bekommen. So, wir haben keine Schlüssel. Das heißt, wir sollten hier wieder nach einem Schlüssel suchen. So, mein Mäuer ist mal kaputt. Keine Fliegen. Geht mal weg. Gut, die zwei Fliegen, die machen mir nichts. Mit denen kann ich sogar theoretisch schmusen. Guck, guck, die lieben mich. Aber ich liebe sie nicht. Ich liebe sie nicht. So, hier haben wir einfach nur gar nichts. Und hier haben wir schon den Boss. Ja. Jetzt mal nicht ganz so schnell. Wir müssen noch ein Item brauchen. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Ja, noch ein bisschen was vor, bevor wir in die nächste Ebene kommen. Also, ganz ruhig. Ich habe zwar gesagt, ich habe nicht unbedingt viel Zeit, weil ich noch ein bisschen aufnehmen muss. Vor allen Dingen, ich muss noch drei Tales of Grace's Part aufnehmen. Und noch zwei Isaac Parts. Also, das ist jetzt der erste Part sozusagen. Von zwei. Oh, das ist ziemlich viel Lust. Schmusen? Ja. Hallo? Okay. Ich wollte schon sagen, komme ich hier nochmal raus. Und das ganze Zeug, das ich hier noch schneide, dauert ja auch ein bisschen. Von daher, keine Möglichkeit vortäuschen. Und ich hoffe auch, dass der Part jetzt allzu lang wird, aber jetzt nicht unbedingt reinschauen. Weil je länger so ein Part wird, desto länger muss ich auch schneiden und rendern und. Es dauert halt alles ein bisschen. Aber es mache ich mehr oder weniger so nebenbei. Wir haben jetzt laut meiner Zeit 11 Minuten. Aber auf jeden Fall, ich denke sogar, dass wir mit Yoda schneller zurecht werden, als jetzt mit Kiba. Also damit meine ich jetzt eigentlich, selbst wenn ich jetzt diesen Run jetzt als Stadtkapital sozusagen sehe, bin ich auf jeden Fall schneller, als ich jetzt mit den Kiba. Gott, ich laber einen Scheiß da. Das geht vollkommen in Ordnung, weil ich noch immer keinen Schlüssel habe. Ja, da kann ich jetzt sehr viel machen, aber zum Glück habe ich blaue Herzen. Im Gegensatz zu Kiba habe ich nämlich Leben. Oh. So, jetzt war noch ein Schlüssel. Oh, wunderbar. So, was haben wir denn hier Hübsches? Wir haben den Kidneystone. Na, ja, dann machen wir wegen da, habe ich gehört. Eine Kiste. Noch mehr Pillen. Na gut, mal schauen. Bombser Kies. Okay, haben wir mal Schlüssel. Ist eigentlich gar nicht mal ganz so verkehrt. Und Friends till the end. So, dann würde ich mal sagen, ich gehe mal zum Boss. Machen wir nur das Feuer. Achso, okay, ich bin aufgeladen. Ich bin ready. Buch aktivieren. So, jetzt warten wir auf den richtigen Augenblick. Da. Ja, war nicht unbedingt hundertprozentig gut. Der Anfang, ja, aber er ist leider verschwunden. Das war das Problemchen. Aber es dauert. So, wir gehen noch ein HP ab. Danke für die ganzen HPs, aber ich hoffe, die kann ich auch natürlich nicht benutzen jetzt. So, wir haben Bullshit und ein Herz. Das ist, ja. Grandiose Devil Deals. Naja, wenigstens haben wir jetzt, genauso wie beim Keeper, jetzt den Ancient Deal mehr oder weniger vorangestellt zu 50%. Schauen wir mal, ob in der nächsten Ebene. Wir haben hier keine Bombe. Das heißt, ich kann mir den Schlüssel nicht holen. Aber wir müssen so jetzt momentan zwei Schlüssel. Okay, ich bin sehr. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ja. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, da ohne Schaden durchzukommen. So ist schon ein besser. So viel Pillen, ey. Ich hoffe, das sind gute Pillen. Ich bin mal gespannt. Okay. Viele Herzen. Mhm. Ja, gut. Ich behält es im Hinterstübchen. Vielleicht ist hier irgendwo ein Automat, wo ich irgendwie mit meinem Herzen spielen könnte, aber ansonsten. Ja, gut. Kannst du bitte sterben? Wunderbar. Eine Trollbombe. Und Geld haben wir jetzt auch, dass wir mal in den Shop reinschauen können. Das war ziemlich knapp. So. Wo sind meine besonderen Räume? Oh, Junge. Oh, Portale, darauf bin ich ja gehypt. Naja, wenigstens sind sie ziemlich schnell weggegangen. Fette Fliege, stirbst du? Nein, du stirbst nicht? Okay.
Mein Gift ist wohl nicht stark genug. Da können wir mal kurz reinschauen. Gut, wir haben kurz reingeschaut, jetzt können wir wieder raus. So, ich habe immer noch keine Bombe. Shit, ich hätte jetzt so gerne eine Bombe geschmissen. Das ist... Und jetzt du noch... Na gut, das müsste aber reichen. Hey! Poison Damage! Woo! Dankeschön. Ich hoffe wenigstens, dass dann das Poison Damage dann übrigens skaliert, dass ich halt einen doppelten Poison Damage mache oder irgendwie sowas. Ansonsten müsste ich ja, naja, sinnloses Item jetzt. Na gut. Weißt du, ob... Spüre den Zorn! Damage hab ich. Damage Spritz ist immer nice. Und weiter geht's. So. Wir werden jetzt in der Ebene höchstwahrscheinlich einen Devil Deal bekommen zu 73%. Sollte eigentlich drin sein. Da haben wir sowieso noch ein bisschen. Curse of the Maze haben wir, das ist ja schön. Für irgendjemanden. Nicht für mich unbedingt, aber für irgendjemanden. Maze. Okay, hier ist es ein bisschen eklig noch. Ja. Hat mich der kleine Pilze getroffen, der kleine Moggy. Hat er mich erwischt oder was? Geh weg. Ah, feuerfrei. So, ich habe immer noch keine Pumpe, das heißt, ich kann jetzt nicht nach dem Geheimraum suchen, der wahrscheinlich in dem letzten Raum gewesen wäre. Aber, naja, was auch immer. Das sind die Zombies. Na, wie spür. Wie ist mein doppeltes Gift? Tut es weh? Schmerzt es? Hä? Doppelherz, das ist irgendwas. Oh, Junge. Oh, Junge. Ja. Gut gemacht. Wir haben jetzt nur noch ein blaues Herz. Oh je. Das gefällt mir jetzt auch nicht unbedingt. Nein, das ist aber eine dicke Bummer. So. Ja, ich wollte es gerade sagen. Du magst noch einen fiesen Angriff. Aber okay. So, jetzt darf ich nichts mehr getroffen werden, weil sonst ist mein Devil Deal in Gefahr. Oder mein Angel Deal, wie auch immer. Auf jeden Fall, irgendein Deal ist in Gefahr. Gehst du mal bitte weg, Larry. So, machen wir mal die Fliegen kaputt, weil die irritieren mich gerade weg. Aufladen. Feuerfrei. Das ist ein sehr bescheidener Raum. Da kann ja gar nichts schief gehen. Jetzt geht's schon langsam. Ich vertraue den Blauen nicht. Okay, er hat einen Numberflieger. Ja, will ich jetzt da rein oder ich will eigentlich, wo ist Maze? Ja, ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, dass der Itemraum ist. Maze, der wollte mich einfach nicht durchlassen. So, was haben wir denn hier Hübsches? Wir kriegen noch ein paar... Wir haben keine Bomben. Das heißt, wir machen das erst, nachdem wir den Boss geklatscht haben. Haben wir den Boss schon eigentlich schon entdeckt? Ne, haben wir noch nicht. Okay, müsste es normalerweise der Weg sein. So. Das war ziemlich knapp. Das habt ihr eventuell mein... gehört. Geh weg. Oh, jetzt. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Komm her, kleiner Pastado. Weil durch das Gift weiß man halt nicht so, wann er jetzt stirbt. Ich trau mir das nicht. So, krieg ich ein blaues Herz bitte noch? Ich krieg kein blaues Herz. Das ist irgendwas. Ich kann mir noch einen Schalüssel holen, aber kann ich da mal eine Bombe kann ich mir holen. Gut, kriegt der Automat wieder ein Geld. Dann freut er sich. Und wir sehen uns in der nächsten Ebene. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal zum Boss. Gut, jetzt bin ich wieder aufgeladen. Okay, ich bin ready. Ja. Es ist hier ziemlich eng gerade. Will ich jetzt nur mal so andeuten. Okay, wenn mich jetzt diese scheiß Fliegen erwischen, dann ist... dann ist mein scheiß Deal im Arsch. Ich kriege ihn da mal ein, obwohl ich so hart gekämpft habe. Okay, nehme ich dich mit. Bloody Penny. Okay. Gut, dann holen wir uns noch das Item. Geben wir noch ein paar Herzchen dazu. Maze. Du weißt, wir wissen beide, wir mögen uns nicht, aber trotzdem. Bleib bei mir. So, jetzt haben wir wieder ein paar rote Herzen bekommen. Und Bloody Penny. Was magst du eigentlich, Hübscher? Lade dich ruhig auf. Keine Ahnung. Aber das werden wir eventuell rausfinden. Mal schauen, wenn ich sowas aufsammle. Hat sich jetzt auch nicht unbedingt viel geändert. Ich habe gedacht, wenn ich Herzen aufsammle, so rote Herzen, dass ich dann Geld bekomme oder irgendwie so. Eventuell ist es andersrum, dass ich Herzen bekomme.
Isaac, du siehst ein bisschen. Beziehungsweise Judas, du siehst. Okay, du siehst gut aus. Ja, hier werde ich definitiv. Wie soll ich das jetzt machen? Leck mich. Das war Glück. Ich hätte, weil hier habe ich jetzt 100% auf den Devil Deal. Ein bisschen geht mir das Ding auch auf die Nerven. Weil es zu den ungünstigen Zeiten kommt. Genau, wenn ich jetzt so eine Münze aufsammle, dass ich vielleicht Herzen bekomme. Ah ja, okay. Ja gut, dann gehen wir ein paar Herzen. Soll mir auch recht sein. Jetzt habe ich zum Beispiel kein rotes Herz bekommen. Hä? Warum? Na gut. Fängt schon wieder an. Stirb, stirb. Ja, mein Devil Deal ist weg. Ja. Na gut, ich habe immer noch 50%. Ja, wenn ich Glück habe. 50%, es sollte eigentlich drin sein. Sagte er, obwohl er bei 73% keinen bekommen hat. Hey, ich kann nicht immer Glück haben. Aber ich kann auch nicht immer Pech haben, also von daher. Passen wir einfach mal auf, dass wir nichts mehr getroffen werden. Dann sollte es eigentlich in Ordnung sein. So, was haben wir hier oben? Ja. So viel Schlüssel habe ich auch nicht, um das alles aufzumachen. Tut mir leid. Pickup-technisch bin ich momentan richtig, ja, nicht unbedingt der reichste Mann hier auf Erden. 1-1 habe ich jetzt momentan. Das ist jetzt, naja, irgendwas. So. Ja, so langsam geht's aber wieder. So. Werde ich rot? Nein? Okay. Ja, bitte, das war ziemlich knapp gerade. So, ich hoffe, durch euer Gift tötet euch beide wunderbar. So. Jawohl. Die zwei Spinnen haben wir schon mal und euch machen wir jetzt auch kaputt. Oh, ich sehe schon, das ist eine etwas. Oioioi, es ist eine große Ebene. Weißt du was? Da kann man mal das Buch aktivieren. Weil ich kriege auf jeden Fall genug Aufladungen noch zustande, dass ich dann beim Boss dann wieder das aktivieren kann. Bleib da, bleib da, bleib da. So, ja. Wo sind meine Itemräume? Oh. Hurra! Es ist dieser. Ja. Oh Gott. Er geht mir ein kleines bisschen auf die Nerven. Frag mich nicht, wie ich drauf komme. Bleib da, wo du bist. Und eine Sackgasse. Natürlich sind es Sackgassen. Okay, meine Chance verringert sich nicht. Okay. Ich darf mich halt nicht beim Boss treffen lassen. Das ist das Einzige, was ich jetzt darauf achten muss. Hm. Das kann hier nur schief gehen. Ich weiß es nicht. Bleiben Sie bitte in Ihrer Position und lassen Sie mich in Ruhe. Ich muss wieder aufladen. Eine Bombe. Ein wenig Speed up. Speed up, speed up. Nehme ich mit. Meine Range ist ein wenig gesunken. Das gefällt mir ja gar nicht. Okay, ich habe eine Range von nicht einmal 10. Es sieht mir nicht nach 10 aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht mir eher so nach 40 aus. Aber okay. Ich will mich nicht beschweren. Ich, wer wäre ich denn, wenn ich mich da beschweren würde? Denn beschweren kann ich mich da eher weniger. So. Ja. Gut, dann schauen wir mal da rein. Hallöchen. Es gibt blaue Herzen. Wunderbar. Nehme ich doch sehr gerne mit. Und eine Bombe nehme ich auch mit, obwohl ich ja nicht genug Bomben habe. Aber was soll's. So, kriegt der Automat noch irgendwas. Ambüste Gleichgewicht. Die machen wir bis 10. Also bei mir, dass ich 10 Münzen habe. Bam. So. Ah ja, kann ich aufsummen. Wir haben Itemrahmen, das heißt, wir müssen jetzt nur noch einen Boss finden. Hallo Boss, ich hab dich gefunden. Und ich bin aufgeladen. Wunderbar. Lass mich durch, ich bin Arzt. Dann lass mich in Ruhe, zacki, zacki. Doppelbomben, ich bräuchte ein paar Schlüssel wieder mal. Es ist die Maske. Die Maske ist jetzt nicht unbedingt der beste Gegner für meine aktuelle Situation. Gut, das Gift kann ein bisschen was bringen, aber... Warte mal, ich kann wegen mit Bomben spielen. Beziehungsweise mit Bomben hantieren. Ey, spür denn zweimal eine Bombe? Er hatte... Shit! Ah, ich habe einen Devil geschossen. Ich habe einen Devil... beziehungsweise einen Deal mit 13% bekommen. Okay. Oh, das ist als einer dieser. Ich nenne natürlich Holy Light mit. Holy Light ist ein wunderschönes Item. So, jetzt sollte ich aber mal in der nächsten Ebene wegen aufpassen. Ich war sehr riskant. Ich habe echt mit 11
beziehungsweise 13% Deal bekommen. Das ist geil. Muss ich ehrlich sagen? Ja. Da kann ich jetzt auch nicht unbedingt gut ausweichen. Holy Light, du könntest auch... Ah, ich wollte schon fragen, ob du auch irgendwann mal auftauchst, aber... Diese Zweifel haben sich wohl gelegt. So. Die Geminis. Ah, habt ihr dieses Licht gesehen? Dieses Licht bedeutet Macht. Eine Batterie. Gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weil ich kriege jetzt sowieso zwei Aufladungen hier. Obwohl ich eigentlich nur eine aufnehmen kann. Also von daher, das war schon so. So. Und der eine noch. Sie haben hier eine Pfütze, Mrs. Ich komme hier nicht durch. Okay, jetzt. So, leider nichts mehr gedroppt. Wir haben hier schon den Boss. Riskier's, riskier's. Wo bin ich denn eigentlich überhaupt? Okay, ich bin auf jeden Fall noch nicht bei Mom. Ich warte mal kurz, bis ich aufgeladen habe. Weil dann können wir den Boss gleich mal wegen Hatterisch machen. Oder geht es, der Mark oder der Zähle nur, wenn Gegner noch im Raum sind, ne? Okay. Wir sind bei Mom schon. Fuck. Okay, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich bin echt schon bei Mom bei 14 Minuten. Okay. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das war mein eigener Fehler. Das heißt, kein Itemraum für mich. Au. Okay. Wie gesagt. Ha, so schnell. Okay. Ihr wollt ja was, Speedy. Wir nehmen ganz normal. Wir gehen in die Chest ganz normal. Wir schauen nochmal kurz, was da drin ist. Du bist ein Teleporter, ne? Hm. Ich könnte dich mitnehmen und könnte mich raus teleportieren. Aber dann habe ich das Buch nicht mehr. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ein großer Fan vom Buch. Von daher lasse ich das einfach mal und gehe einfach weiter. Gut, dann habe ich es wohl verkackt mit dem Itemraum. Aber wir bekommen noch ein einziges Item. Und eventuell, ja gut, 73% soll da eigentlich drin sein, dass man, ja, ich sag schon gar nichts mehr. 73% hat das letzte Mal gesehen, wie gut es funktioniert hat. Also dann darf ich ja nicht gedroppt. Obwohl, ich habe, ah, blaues Herz habe ich. Wunderbar. Ich weiß noch nicht, wo du jetzt herkommst, blaues Herz, aber ich will mich ja nicht beschweren. So, das nehme ich wieder mit. Da ist leider kein Tinderdruck. Hallöchen. Feuer frei! Und du auch! So, jetzt waren zwei Geminis und zwei von euch, oder was? Wie es aussieht. Schon der Hufeisen. Ich sehe hier gewisse Parallelen zu gewissen anderen Runs, die ich vor kurzem gesehen habe. Das war auch ziemlich irgendwas. Da wurde ich getroffen und damit ist mein Herz auch weg. Wunderbar. Und der letzte. Komm her, du kleiner Bastardo. Ich hab dich vergiftet. Was sagst du jetzt dazu? Und nochmal vergiftet. Und bam. Noch ein Herz, nehme ich sehr gerne mit. Mal sehen. Gut, jetzt bin ich wieder aufgeladen. Ich bin ready. So, geht alle mal weg. Gerade sind mir zu viele Gegner in einem Raum. Das gefällt mir nicht. Und ich hätte gerne ein blaues Herz. So, so eine Absicherung. Mhm. Okay. Ich muss wegen die Lage checken. So, geht einfach nur weg. Manni, ich werde zwar keinen Shop mehr bekommen, aber dankeschön. Ich habe hier einen Schlüssel gehört. Oh. Aber wahrscheinlich muss ich Herzen dafür opfern, weil da zacki-zackig sind. Eventuell. Ich sehe es gerade nicht. Feuer frei. Ah, holy shot. Ein wunderschönes Item. Bin ich ein großer Fan davon. So, wo haben wir denn noch? Da haben wir einen Schlüssel. Ja, da komme ich sehr gut hin. Darf ich 10.000 Bomben opfern, dass ich da überhaupt hinkomme. Und Herzen und sonstige. Ich hab... Hier ist noch irgendwo eine Münze. Ja. Ich müsste... Ich würde gerne... Obwohl... Ich könnte rein... Na, so muss es doch gehen eigentlich, oder? Haha! Okay. Eine Bombe für einen Schlüssel ist völlig in Ordnung, wenn man genug Bomben hat. So, wir laden uns nochmal kurz auf. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Raum. Da werden wir auf jeden Fall später nochmal reinschauen. Aber erst, wenn wir den Boss erledigt haben. Um unseren Devil Dealer zu gefährden. Sofern wir jetzt nicht getroffen werden. Wenn wir getroffen werden sollen, ist es eh eigentlich scheißegal. Weil dann ist es sowieso wurscht. Ja. Der kommt auch gerade irgendwie in so ungünstigen... Ja.
Stellen auf, wo ich jetzt nicht unbedingt gut treffen kann. Ja, so ist schon besser. Nee. Okay, ist irgendwie gestorben. Wie auch immer. Okay. Das ist jetzt auch ein bisschen... Warte mal, ich mach jetzt mal hier wegen Platz. Feuer frei! Gut. Weil ich brauche ein bisschen Abstand. So. Was haben wir denn hier hübsches? Blaue. Ja, nehme ich das mit. Ich kann sogar beide mitnehmen. Okay, dann nehme ich beide mit. Ja, gut. Ich bräuchte zwei Schlüssel. Ja, habe ich zwei Schlüssel? Oh, bitte. Hast du gerade das andere Auge kaputt gemacht? Oder war das mein Gift? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber es hat mir stark danach ausgesehen, dass ihr es euch gegenseitig mehr oder weniger angegriffen habt. Und das wäre ich euch mit Dank verbunden, wenn das so gewesen wäre. Ach Gott, ich bin Mini-Me! Woo! Mini-Me! Geh weg! Das war ziemlich knapp. Könnte ich mal langsam einen Boss haben? Komm, das sammle ich mir noch auf. Zack! Jetzt bin ich wieder aufgeladen. Ah, da haben wir einen Boss. Okay, Feuer frei! Ich hoffe, die Dicker sind weg. Sieht so aus. Gut. Dann kann ich mich um euch zwei kümmern. Und um den letzten. Bam. Gift. So. Eventuell könnte hier das Super Secret Geheimraum sein. Dass wir wenigstens mal einen Fragschall haben, Pokémon. Und ein schwarzes Herz. Oh, merci. Merci, 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 merci. Okay, es ist Terotoma, okay. Ich hoffe, meine Aufladung kommt gleich. Jetzt wäre es nice, wenn die Aufladung kommen würde. Okay, lass mich nur. Ja, jetzt doch nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Das war ziemlich knapp gerade. Okay, ich kriege jetzt noch ein Devil Deal. Was haben wir denn hier hübsches? Gute Items. Na gut, das ist ja ziemlich gut. Und der Shadow. Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht. So, legen wir noch eine Bombe. Und natürlich habe ich die Items nicht vergessen. Die holen wir uns jetzt noch. Noch mehr Stuff, merci. Und noch mehr Herz. Also heilen kann ich mich auf jeden Fall gut. So, dann gehen wir noch einmal zurück und holen uns auf jeden Fall mal das Damage-Item. Vielleicht können wir ja sogar beide mitnehmen. Das weiß ich gerade nicht. Ich habe zwei Schlüssel, wie ich die dafür opfern. Ich komme ja dann irgendwann in die Chest. Von daher, ich bräuchte noch ein paar Schlüssel. Klar, ich habe da noch ein paar Ebenen Zeit, um Schlüssel zu farmen, aber... So, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Okay, ich nehme auf jeden Fall das da mit. Ihr könnt beide mitnehmen. So, jetzt machen wir... Das war zu schwach, ne? Ja. Hoppa! Okay, das... Fuck. Set Bombs. Okay. Nein, will ich nicht. Da müssen wir jetzt ein wenig aufpassen. Upsala. Zack. Machen wir noch. So, jetzt habe ich sehr viele Herzen verloren, aber ich habe die 6. Damit können wir auf jeden Fall noch was anfangen. Können wir noch ein paar Items rerollen, sofern ich jetzt nicht sterbe. Aber wir haben ja irgendwo einen Raum voller halbe Herzen gehabt. Wo waren das noch immer? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwo haben wir noch sehr viele rote Herzen. Nope, machen wir nicht. Ich glaube, ganz oben ist es gewesen. Eine Pille, ich traue mich jetzt eine Pille zu benutzen. Okay, da war nur ein Herz. Aber okay, wir werden noch genug Herzen bekommen, denke ich mal. Ah, da war's, okay. Zack, 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 zack. Könnt ihr. So. War das jetzt eine gute Entscheidung? Ich denke schon. Die 6, damit können wir auf jeden Fall machen. Und wir haben ja noch die Möglichkeit, Items zu bekommen. Es ist zwar nichts mehr viel, aber wir haben noch die Möglichkeiten. Ja. Meine Chance hat sich wegen reduziert. 9%. Ah, 9%. 9% ist das Beste. Das wird auf jeden Fall was. Da kann ja gar nichts anderes Schlimmes passieren. So, wo könnte der Boss sein? Wahrscheinlich dann im letzten Ding, wo ich laufe. So, Feuer frei. Rainbow, woo! So. Ich hoffe einfach mal, das ist der richtige Weg. Hier kann ich ein wenig zocken, okay. Zockerboy an Final am Start. So, ich glaube, der stirbt. Jawohl, ihr seid auch tot, wunderbar.
ihr habt gehört, du stippst auch durch mein Gift und du auch. Brauche ich jetzt nicht unbedingt Lichter reinschauen. Na, können wir mal kurz reinschauen. Das rendiert jetzt nicht unbedingt so viel. Ich hab gehört, dass ich eine Bombe habe und ich deswegen keine Bombe legen kann. Entspricht es der Tatsachen? Ich glaube eher ja. Oh, da werde ich aber jetzt ein paar rote Herzen bekommen durch meinen kleinen Freund hier. Hi. Na komm, Kleiner. Ich habe nicht ewig Zeit. Hallo. Ich habe auch keine Bomben. Ich kann mir ja nicht raussprengen. Als. Jetzt muss er sich aufladen. Ja, so, danke fürs Herz. Und danke, dass ich so ewig warten musste. Mein Damage ist auf 9. Das ist. Klar, mit dem Buch hätte ich mir noch ein wenig Damage abholen sollen, aber. Naja. Und wir haben hier den Boss. Das ist doch schon mal wunderbar. Mehr Holy Shots braucht das Land. Mehr! Und ich habe immer noch die Möglichkeit, durch meinen schwarzen. Antenna, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Dass ich mir dann ein bisschen was Daggers habe ich. Keine Flüche, das wäre in der Chess-Ebene richtig geil, weil da kommt gerne mal Curse of the Blind. Und da könnte ich das dann benutzen. So. Hier bringt es jetzt nicht unbedingt mal Special Items zu aktivieren. Ich wollte gerade mein Buch aktivieren, aber dann habe ich gemerkt, er hat das Buch ja gar nicht mehr. Oh, holy shots. Nice. So, aufladen und Feuer frei, bevor sie weggeht. Okay. Wunderbar. Ich denke mal, jetzt geht es auch nichts mehr hoch. Jetzt macht sie gleich ihren scheiß Laserangriff. Ah, weg mit den Zombies. Naja. Mama macht es schon alle. Okay. Habe ich ja nichts dagegen, Mother. Und sie ist down. Hey, wie wär's mit Hasch? Wie wär's mit Nein? Wie wär's mit mir? Gehen einfach weiter. Wir gehen zu Isaac. So, keine Devil Deals mehr. Keine Angel Deals mehr. Kein gar nichts mehr. Das ist schön. Spür den Zorn des Giftes, meine lieben Freunde. Oh, das sind so viele Viecher. Ah, ich hab Love Charms Tears. Die Gegner lieben sich. Oh. Herz? Merci. Naja, hier werden wir jetzt einfach mal ein wenig durchrushen, hoffe ich mal. Würde ein wenig besser gehen, wenn ich ein paar Bomben hätte. Dankeschön, liebes Spiel. Ein wenig mehr, bitte, ne? Ja, da haben wir hier Sackgassen. Schwarzes Herz, wenn ich. Ja, nicht immer schwarze Herzen bekomme ich. Das ist nicht gut! Ja, Bombe für eine Bombe. Das ist ein guter Stil. Klar, da könnte noch irgendwie ein Geheimgang versteckt sein, aber ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt nachzuschauen. Stirb! Mhm. Oh, 3,5 Herz ist jetzt auch nicht unbedingt so super duper. Noch eine Münze und noch kein Herz. Wunderbar. Ab und zu wird mir ja auch angezeigt, wo dann der Boss ist. Durch mein Pilzchen. Cure the Cap oder wie auch immer das Ding heißt. Von daher, das können wir ja auch ein wenig benutzen. So. Da sind wir ein wenig mehr zu viele Geister. Ein Geist müsste eigentlich noch da sein. Geist, wo bist du? Da. So, hier könnte man eine Bombe legen. Da kriegt man nämlich eventuell noch ein blaues Herz. Wunderbar, merci. Wo könnte der Boss sein? Ich versuch's einfach mal in der Richtung. Sackgasse. Aber wenigstens kein Gegner. Das ist doch schon mal etwas. Dann gehen wir halt mal nach oben. Da könnte auf jeden Fall was sein. Ah, Geister. Na komm. Wo bist du? Trau dich da. Habe ich ihn echt nicht geschafft, ihn zu töten? Swallow Penny. Hey, wir können wegen Penny Action machen. Das hätte ich jetzt mit dem Keeper sehr gerne gehabt. Ach, du bist ja gar nicht mal der Boss. Ich hab gedacht, wir haben jetzt Bossfight, aber du bist ja nur ein kleiner Bastardo. Du bist es nicht wert, überhaupt irgendwas zu sein. Es wäre wegen komisch, wenn der Reiter wäre statt Isaac. Wenn ich mir das jetzt gerade so überlege. Ach Gott, da ist ja auch Sackgasse, ne? Das ist gerade jetzt nicht so alles. Wo ist der Boss, verdammte Scheiße?
jeden Fall sind wir hier komplett falsch. Wow, das heißt, wir haben alles umsonst gemacht. Naja, nicht alles umsonst, aber so ziemlich. Na, ein wenig Stuff haben wir bekommen hier. Zack, 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 zack. Aber nichts Interessantes eigentlich. Okay, nehmen wir mal den Weg. Und wahrscheinlich ist es eh der falsche Weg. Schwirre den Zorn, Mann, ist da, 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 das. Schwabbelbabbel. Merci. Jetzt habe ich auch genug Schlüssel, dass ich dann in der Chest mir was holen kann. Und ich kann sogar rerollen. Wunderbar. Und nein, wir werden kein Delirium machen. Zack. Eventuell Megasaturn, wenn wir den Schlüssel dazu bekommen, dann machen wir aber gleich Megasaturn. Dann machen wir hier jetzt noch eine Erkundungstour durch ganz, das ist geil, ja was. Zack. Zack, leider kein Stamm mit dem X und ich bin hier wieder falsch. Es ist immer der letzte Weg. Merkt euch eins, liebe Kinder, es ist immer der letzte Weg, den ihr gehen könnt. Ach Gott, das ist natürlich auch sehr interessant hier gerade. Es sind die Hitler-Fettis. Weil sie so Hitler-mäßig rumschießen. Mehr oder weniger. Ist das, was ich meine? Geht weg. Ach Gott, wie viel Leben habt ihr eigentlich? Gut gemacht. Gut, dass ihr euch gegenseitig behindert. Da, spürt den Zorn. Mach jetzt nichts. Na, bleib doch da. Ein Herz, merci. Und was haben wir hier Hübsches? Noch ein Geld. Zack, 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 zack. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Weg, weil wir sind schon ziemlich lang hier auf dieser Ebene. Herzen haben wir momentan auch genug. Gut. Oh Gott. Es könnte doch der richtige Weg sein. Au. Und stirb. Gott, wie lang geht denn das hier noch hier? Aber das ist auf jeden Fall der richtige Weg. So, weg mit dir. Eine Karte. Stimmt, wir haben noch Decke. Ja, das ist ein schöner Automat. Der mich jetzt auch sehr interessiert. Kommt nur her, ihr Geister. Ich bin ready für euch. Ah, das sind noch mehr? Heieiei. Mit euch habe ich jetzt an die überhaupt nicht gerechnet. So. Na, hallo, Julia. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Naja, wenigstens kriegen wir noch genug Herzen. Das ist das Schöne. Zwei Bomben. Na gut, die will ich jetzt nicht unbedingt opfern. So. Hi, Isaac. Was geht ab, mein Freund? Ich bin jetzt nicht unbedingt mit Erfolg gekrönt. Okay, ich spiele auch gerade scheiße. Muss ich fairerweise auch zugeben. Oh Gott. Drei Herzen noch. Eventuell kriege ich hier ein paar Herzen. Okay. Plus eins, Mama. Schieß mir nicht. Ja, das hat's dann in meine Richtung. Schieß. Zack, zack. Okay, so passt es. So, und jetzt lad auf. Lad auf, lad auf, lad auf. Er will nicht aufladen. Oh. Ich wurde getroffen. Jetzt lad. Ah, ich habe nicht gescheit erwischt. Renn, 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 renn. Ah, das wird doch ziemlich spannend hier. Da ist so viel Herz, verdammt. So, welcome to the chest. Welcome to the jungle. So. Ne, ich habe aber eine geile Trinket-Kombination, dass ich, wenn ich gedroppt werde, spawne ich Münzen, die mir eventuell Herzen geben können. So. Ich kann Deckes aktivieren, weil man die jetzt aktivieren soll. So. Wir kriegen. Ich würde sagen, ich nehme das mit und dich mit. Also setz ab und tier's ab. Das sieht ja schon mal nach was aus. Und die Sense nehme ich mit. Und ich muss sagen, HP ab bin ich gar nicht mal abgeneigt, es nicht mitzunehmen. So. Das sieht ja schon besser aus. Und außerdem kann ich jetzt durch alles und jeden durch. Was sehr geil ist. Und wenn ich dann schieße, oh, das wäre dann nice. So, wer lebt denn hier noch? Ah, da. So, ein paar Herzen müssen wir noch ein wenig aufsammeln und... Einer stirbt jetzt auf jeden Fall. Da. Kein Problem. Ah, oh, ich bin froh, dass ich jetzt die Sensen habe.
gegen Envy und es dann noch dreimal. Ja, Super Envy mal 3. Gott. Das wäre ja so nervig gewesen, wenn ich jetzt die ganz normalen Tränen gehabt hätte. Aber so durch alles und jeden durch. Und durch Gift macht es auch noch. Gehen ja auch ziemlich schnell kaputt. So. Ja, hier werden wir jetzt ganz normal den guten alten Isaac machen. Beziehungsweise Blue Baby. Und dann hat sich das eigentlich auch schon erledigt. Und haben einen Erfolg. Wir hatten einen Run geschafft. Ich glaube auch nicht, dass wir den jetzt noch verkacken werden. Nicht mit unserem Tränenbild und unseren Herzen, wo wir jetzt momentan fleißig gesammelt haben. Ja, die Formel geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Bomberman ist das jetzt übrigens, das heißt, wir kriegen ein paar Bomben. Ist mir wurscht, nimm mal zwei Bomben mit, merci und schau. Lucky! Es sind ein paar Luckys unterwegs. Feuer frei! Sind gerade eben echt zwei Schuck gestorben. So, wo gehen wir denn als nächstes lang? Gehen wir hier oben entlang. Ja, da ist ein großer Fatty in einem so engen Raum. Klaus, ich fühle mich ein wenig eingeengt. Es ist nicht genug Platz für uns alle. So, mein Freund. Du solltest eigentlich auch keine Probleme für uns darstellen. Hat er mich erwischt? Egal. Ich habe noch ein weißes Herz, das ich wahrscheinlich hier jetzt verlieren werde. Hey, mein Freund. Nicht in verschiedenen Richtungen. Das irritiert mich ja komplett. Was ist los mit euch? So, und schau. Keine Kiste? Nein, okay, nein. Dann gehe ich einfach. Und Sackgasse. Ganz ruhig. Lasst ihn in Frieden. Ihr könnt aber mal eine Kiste droppen, oder? Also so schlimm wäre es jetzt auch nicht gewesen. Chariot nehme ich mal als Sicherheitsmaßnahme mit. Damit bin ich für eine gewisse Zeit unverwundbar. Kann zwar jetzt nicht unbedingt angreifen, aber ich kann wegen Kuschel. Oh, durch beide. Nice. So wird es doch haben. Ja. Das hätte wenn kommen sehen können. Hätte Fahrradkette. Wie man so schön sagt. Noch eine Bombe. Na Daddy, was geht ab? Ja, beim Daddy einfach mal auf die Patschele wegschießt. Leider nichts bekommen. Die besonderen Loggies. Mit Loggy. Little Hornies, genau. So, ein paar Herzen auf dem Bett. Sitzt immer wieder voll dabei. Voll dabei. Statt dabei. Das war. Das habe ich irgendwie nicht so kommen gesehen. So, wir haben den Boss. Wunderbar. Hey, Schwobbelboy. Ich glaube, du wirst jetzt sterben durch meinen Angriff. Auch wenn du tanky bist, du stirbst. Aber ihr hättet mir doch wenigstens ein Item noch geben können, oder? Das finde ich übrigens sad. Legen wir noch ein paar Bomben, vielleicht geben wir hier noch einen Geheimraum. Ja, da haben wir wenigstens super sicher Geheimraum. Mit Poopy. Okay. Und dich noch mit. Zack, 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 zack. Okay, das kann ich rerollen. Euch kann ich alle drei rerollen. Zack. Little Brinstorm nehme ich mal mit. Euch anderen zwei. Habe ich hier noch eine Batterie rumliegen? Habe ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich genug bekomme. Dann nehme ich alles andere mit, weil es wird eh nichts mehr. Vor allen Dingen, es bringt ja mehr oder weniger eh nichts. Ich könnte die Ebene nochmal machen, aber ich bin eigentlich der Überzeugung, dass das nicht der Fall sein sollte. Feuer frei! Oh, nice! Ach, scheiß drauf. Komm mal, Bunge, mein Freund. Komm mal, Bunge. Sollte eigentlich kein Problem für mich darstellen. Außerdem habe ich die Macht. Schwöre den Zorn des Unverwundbarkeitsmodus. Ich liebe dich. Na, hat sich ja gelohnt. Gib mir das Herz, Dankeschön. Brainstorm. Baby, du bist der Man. Ja, wie gesagt, Delirium habe ich keinen Bock, aus dem Biegezeit.
sehe schon wieder 15 Minuten. Gut, haben wir nichts erreicht. Aber das macht nichts. Hauptsache, wir haben einen Eis gehabt. Das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Beziehungsweise ich nehme ja gleich den nächsten Part auch mit auf. Dann aber hoffentlich auch mit einem schnellen Charakter. Lost. Das wird lustig. Auf jeden Fall, haut rein, euer Final.